Mein Name ist Ottmar Böhmer. Als Geschäftsführer der Kunsthalle in Karlsruhe darf ich Sie zu unserem Video- und Livestreaming der Karlsruher Museumsnacht der Kamuna begrüßen und darf ebenso hier begrüßen Eva Lichtenberger, das Face, die Person, die eigentlich für die Kamuna in Karlsruhe steht und die uns auch einige Worte zum diesjährigen Kamuna-Nacht und Abend dann erzählen wird. Vorab darf ich aber das Programm der Kunsthalle Karlsruhe vorstellen, denn wir werden unter dem Motto der Kamuna Kultur vernetzt auch unsere drei Gebäude, das Hauptgebäude, die Orangerie und die junge Kunsthalle vernetzen wollen. Dies auf medialem Weg, auf technischem Weg und letztlich eben auch mit diesem Video, was Sie hier und heute sehen und was Sie auch an diesem Abend in unserem Internetauftritt sehen werden. Bei der Kamuna hat die Kunsthalle das Projekt Unter vier Augen. Unsere Museumsnacht wird auch zwei Beiträge von Nora Gomringer, der Autorin, die auch in dieser Ausstellung präsent ist, wie auch einen Vortrag oder eine Lesung von Markus Orts haben, sowie aber natürlich das, was zur Kamuna auch dazugehört, die Getränke des Staatsweingutes und natürlich auch Leckereien von dem Café Reiter. Aber die Kunsthalle ist das eine, die Kamuna ist viel größer und Eva Lichtenberger kennt alles das, was die Kamuna 2013 ausmacht. Was ist das Bedeutende, das Besondere? Ja, bei der Kamuna 2013 kommen in diesem Jahr 20 Häuser, davon 4 Gäste, zusammen und bieten ein wirklich reichhaltiges Programm an. Wir haben dieses Jahr wahrscheinlich fast sogar einen Rekord mit über 380 Einzelveranstaltungen. Und was eben auch besonders ist an der Kamuna ist, es ist zum einen fast eines der ältesten Museumsnächte in ganz Deutschland. Die Kamuna findet dieses Jahr schon zum 15. Mal statt. Und besonders ist auch ihr Eigenname Kamuna, der sich auch von anderen Museumsnächten, die meistens Lange Nacht der Museen heißt, abhebt. Und natürlich unser legendärer Eintrittsbutton, der praktisch auch unser Markenzeichen am Abend ist, mit dem die Besucher dann auch unterwegs sind. Und vielleicht noch eine Besonderheit, dass die Karlsruher Museumsnacht ist, soweit wir wissen, die einzige Museumsnacht in ganz Deutschland, die von den Museen in Eigenregie organisiert wird. Und deswegen gibt es auch mich, ich koordiniere das Ganze, aber federführend sind tatsächlich die Museen. Sie sind die Hauptnetzwerkerin insofern und Kultur vernetzt ist ein Thema, was man gemeinschaftlich auch gefunden hat. Und Kultur vernetzt kann man ja in vielen Sinne nun auch zeigen und an einem solchen Abend dann leben. Wie ich eben bereits sagte, die Kunsthalle wird es durch ihre drei Gebäude natürlich vernetzen wollen und natürlich aber auch eben über Homepage und über die Vernetzungsinstrumente der heutigen medialen Welt. Welche Netzwerke gibt es sonst noch am Abend der Kamuna? Also das Spannende an dem Thema ist, das muss ich wirklich sagen, dass es natürlich ein unglaublich aktuelles Thema ist, was sich in der heutigen Zeit an vielen Ecken wiederfindet. Und insofern ist es auch so, dass sich die Museen wirklich ganz unterschiedliche Dinge zu dem Thema ausgedacht haben. Also natürlich fällt einem fast zuerst die digitale Vernetzung ein, wo sich ja das ZKM mit seinem Angebot bei der Kamuna ein bisschen vielleicht federführend ist. Dann gibt es aber auch Netze in der Natur, das ist gerade das Naturkundemuseum, die große Landesausstellung Bodenlos, die dazu was anbieten werden. Dann gibt es aber auch historische Vernetzung, Vernetzung in der Antike, Künstlernetzwerke. Wir haben dazu verschiedene Projekte in verschiedenen Häusern, wo sich befreundete Künstler auch zusammentun. Und man könnte die Liste beliebig fortsetzen. Jeder Besucher kann an diesem Abend der Kamuna sein Netz auch selbst spinnen, indem er also dann mit dem eben erwähnten Button viele Museen, so viel wie er es schafft, an einem solchen Abend dann besucht und so wird sein eigenes Kamuna-Netzwerk in Karlsruhe gründet. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.